Hallo Seekrautsfreunde, willkommen zurück hier bei uns auf YouTube auf dem Kanal. Wir haben wieder eine neue Flaschenpost für euch und es gibt ja diverse Nachrichten. Eigentlich haben wir erstmal drei rausgepickt. Ich kann die Flaschenpost nicht ewig lang machen, sondern ich werde versuchen, jetzt in den nächsten Minuten euch hier über die drei wesentlichen Punkte zu informieren. Und zwar fangen wir zuerst an. Die haben sich ja für diese Jubiläumswoche, wo jetzt Wargaming Geburtstag hat, eine Menge ausgedacht oder eine Menge übrig behalten. Und zwar Tauchboote. So nenne ich sie, weil sind eher Tauchboote anstatt richtige U-Boote, die jetzt hier vorgestellt wurden, weil sie halt sehr zeitlich begrenzt und aktiv sind. Kommen wir jetzt später dazu. Ich möchte euch jetzt erstmal die Fakten darstellen. Was wissen wir konkret, was jetzt in World of Warships als Konzept für U-Boote entwickelt hat, was jetzt während des Halloween-Events getestet wird. Also dieses Halloween-Event soll zuallererst ein Proof of Concept sein, also ein Test des Konzepts, welches sich für U-Boote ausgedacht haben. Und darum wird es sehr viele verschiedene Möglichkeiten geben, mit dem U-Boot umzugehen. Ob alle dann später mal, also 2019, ins Spiel integriert werden, also frühestens 2019, so hieß es, wenn das Konzept passt, könnte es 2019 ins Spiel kommen. Was davon dann wirklich ins Spiel kommt, ja, ist natürlich subject to change, also kann sich noch ändern. Was wissen wir denn jetzt konkret? Also, möglicherweise 2019 könnte diese neue fünfte Klasse in World of Warships integriert werden. Wir haben drei Ebenen: aufgetaucht, Periskoptiefe und getaucht. Alle drei Ebenen haben Einfluss auf die Geschwindigkeit, die Erkennbarkeit und die Angriffsmöglichkeiten, die ihr als U-Boot-Kapitäne habt. Natürlich könnt ihr aufgetaucht schneller fahren, ihr seid aber leichter erkennbar, aber könnt eure Waffen benutzen, und zwar eure Torpedorohre. In der Periskoptiefe seid ihr langsamer, ihr seid weniger schnell entdeckbar und ihr könnt aber genauer schießen. So sah das für mich auf dem Video aus. Ihr habt euer Spread, also euer Winkel, oder wenn ihr in der Periskoptiefe seid, irgendwie kleiner anstatt breiter. Weiß ich noch nicht genau, ob sie das nicht irgendwie nochmal tauschen wollen, damit man belohnt wird, wenn man ganz auftaucht, dass man dann genauer schießt und dass man, wenn man in der Periskoptiefe ist, eher nicht so genau schießt. Auf der anderen Seite wurde begründet mit, dass man in der Periskoptiefe eine genauere, bessere Schiffslage hatte, weil man eben nicht durch die Wellen so beeinflusst war in dem U-Boot und ja, da die Lage stabiler war. Und dann gab es die dritte Möglichkeit: getaucht. Ihr könnt nicht eure Waffen benutzen, aber ihr seid langsamer, aber ihr seid eben komplett verdeckt, und zwar bis zur sicheren Erfassung. Die sichere Erfassung beträgt standardmäßig 2 Kilometer in World of Warships, und da werdet ihr immer, auch als U-Boot, aufgedeckt werden. Wenn ein Schiff sogar die sichere Erfassung hat, dann bei 3 Kilometern. Ja, also ihr könnt eure sichere Erfassung über dieses Modul ja steigern, nämlich dem Zielerfassungssystem 1. Das ist das Modul. Dadurch könnt ihr U-Boote in Zukunft früher entdecken. Aber der Hackordnung hier nach. Es wird als Hauptbewaffnung geben natürlich Torpedos. Ja, das haben U-Boote alle abgefeuert, aber in verschiedenen Varianten. Es werden Torpedos geben, die ja möglicherweise Standard-Torpedos sind mit Standardgeschwindigkeiten. Es wird möglicherweise, das sind jetzt keine Fakten, halt Torpedos geben, die eine kürzere Reichweite haben, dafür aber einen höheren Schaden und all so eine Sachen. Das ist eben der Punkt, was wir noch nicht so hundertprozentig wissen. Was wir wissen ist, die Torpedorohre sind alle einzeln nachladbar und werden unabhängig voneinander nachgeladen. Ihr schießt ein Rohr ab und fängt sofort wieder an nachzuladen. Nicht so wie jetzt bei den britischen Zerstörern, wo ihr einzelne Torpedos oder bei den Kreuzern, wo ihr einzelne Torpedos abwerfen könnt und der Lader wird aber erst nachgeladen, wenn alle abgefeuert wurden, sondern da werden sie individuell nachgeladen. Und zwar mit der Bewaffnung, die ihr möglicherweise vor dem Kampf auswählen müsst. Also, wie gesagt, da gibt es dann verschiedene Typen an Bewaffnung. Gut, was haben wir noch? Die Tauchfahrt. Ja, ich nenne es ja deswegen Tauchboote, weil die Tauchfahrt hier in World of Warships nicht begrenzt sein wird. Ihr werdet also nicht 10, 15 Minuten unter Wasser sein können. Sondern ich habe jetzt Timer gesehen von 1 Minute 30, die in dem Video teilweise zu sehen waren. Aber nicht mehr als, also ich denke, so um die 2 Minuten vielleicht. Es wird eine Balance-Möglichkeit sein, dass U-Boote eben dann länger oder kürzer tauchen können. Dann ist die nächste Frage: Sie müssen auftauchen, ja, um wieder Sauerstoff aufzuladen. Wie lange dauert sowas? Ja, wissen wir alles noch nicht. Wenn ihr out of Oxygen, also wenn ihr euren Sauerstoff verbraucht habt, werdet ihr zwangsaufgetaucht. Das wissen wir. Ja, also das kann also passieren, wenn ihr euch schlecht plant,
Seid ihr mitten in einem Battle auftaucht und plötzlich steht da so ein U-Boot zwischen den Schlachtschiffen oder bei den Kreuzern, Zerstörern, irgendwie sowas. Und daher ziemlich problematisch. Sauerstoffverbrauch, müsst ihr also drauf achten, was ihr da macht. So, was wir noch wissen zu den Torps, ist, dass U-Boote verwundbar sind. Nämlich, sie sind verwundbar gegen andere Torps. Sie können also torpediert werden. Und zwar mit den normalen Flachwassertorps, so nenne ich sie jetzt mal. Die Tiefwassertorps können die U-Boote aktuell nicht treffen. Ja, das liegt an der Spielmechanik, die da ein bisschen komplizierter ist. Und deswegen würden Tiefwassertorps unter den Booten durchschwimmen sozusagen und die Flachwassertorpedos diese Boote eben treffen können. Was könnt ihr denn gegen U-Boote noch tun, außer diese Torpedos? Ihr könnt Wasserbomben benutzen, nämlich eure Zerstörer werden möglicherweise in Zukunft Wasserbomben haben und sie damit dann eben aus dem Wasser treiben. Das wird nicht nur ein kleiner Punkt sein, wo die U-Boote beschädigt werden, sondern es gibt so eine Schockwelle sozusagen und wenn das U-Boot sich in diesem Bereich aufhält, dann wird es beschädigt werden. Mehr oder minder stark. Wie könnt ihr es noch aufklären, außer mit der sicheren Erfassung, mit der Hydroakustik natürlich, ein Tool, was sich schon lange in World of Warships befindet und was damals im Zweiten Weltkrieg ja auch eine lästige Sache für die deutschen U-Boot-Fahrer war, die Hydroakustik, die U-Boote auf eine gewisse Entfernung, also bei den Deutschen ja fast bis 6 Kilometer, aufklären kann. Das sind erstmal die Sachen, die wir jetzt eben wissen, was die U-Boote können, sollen. Und wie gesagt, ich kann es nur nochmal sagen, das Halloween-Event gilt als Konzepttest für diese ganze Geschichte. Und man hatte halt gesagt, wenn dieses Konzept grundlegend passt, dann werden weitere Sachen entwickelt und darauf halt aufgebaut. Dann halt auch ein richtiger Forschungsbaum, Kapitän-Skills etc. pp. Das muss ja alles dann angepasst werden. Ich habe hier noch ein paar Fotos für euch. Wir hatten jetzt eins gesehen. Hier sieht man im aufgetauchten Modus den Winkel ziemlich groß. Ja, ihr seht hier, achtet mal bitte auf die Erkennbarkeit hier unten. Ja, da ist der Kreis. Also die Erkennbarkeit ist kleiner als bei einem DD, ja, aber größer, nicht größer als, sondern im aufgetauchten Modus natürlich größer als im Periskopmodus. Ja, hier hat man dann eine 3D-Umgebung auch unter Wasser generiert. Ihr seht hier an der Seite den blauen Balken, das ist die Sauerstoffanzeige. Da ist der Counter, das läuft nach unten und hier ist euer Modus sozusagen. Ihr bekommt hier jetzt 47 Meter angezeigt. Was ihr auch seht, hier unten gibt es das Verbrauchsmaterial Hydroakustik. Auch eine sehr interessante Variante, euer Team möglicherweise zu unterstützen. Ob das so in Zufallsgefecht kommt, wissen wir natürlich nicht. So, da haben wir nochmal so einfach ein Bewegungsbild. Ja. Und hier sieht man auch, dass die Kamera eben von oben nach unten laufend im Spiel wechseln kann. Ihr könnt euch die Kamera also so hinstecken, wie ihr das gerne möchtet, unter Wasser etwas anschauen oder eben über Wasser eben gucken. Ich persönlich finde die Idee absolut genial, das jetzt so zu integrieren. Das ist eine Schiffsklasse, die meiner Meinung nach komplett gefehlt hat. Sie war natürlich was Besonderes oder ist was Besonderes, weil sie selten an direkten Konfrontationen teilgenommen hat, sondern meistens halt so lautlose Killer waren. Und auch das wird ja quasi in dem Spiel jetzt eben nachgestellt. Diese Einzelfahrer, Angst, der große Gegner. Und das soll eben dafür sorgen, dass ihr gut plant und für eure gute Planung belohnt werdet und da eine gewisse Befriedigung bei erfahrt, sozusagen. Also Spielspaß nennt sich das dann auch. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das dann tatsächlich kommt. Was wir jetzt zum Halloween-Event noch sagen können, es wird verschiedene U-Boot-Typen geben, von klein und wendig, aber wenig Schlagkraft. Bis groß und träge, aber dafür eine große Schlagkraft. Es wird U-Boote mit Sekundärbewaffnung geben. Es wird Torpedos geben. Ein Standard-Torpedo mit einer normalen Geschwindigkeit, also durchschnittlichen Geschwindigkeit. Und es wird einen speziellen Torpedo geben, der nennt sich dann Freeze sozusagen. Und ja, also der Freeze, der ist dann sozusagen, der Torpedo schlägt ein. Und die Systeme des Schlachtschiffes, wo der Torpedo einschlägt, sind dann für 10 oder 30 Sekunden oder so eben ausgeschaltet, so könnte man das sagen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann in dem Halloween-Event darstellt. So, das ist das, was wir aktuell zu diesen Geschichten wissen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt sie mir bitte ins YouTube-Video unten unter den Chat auf der Facebook-Seite, wo unsere Nachrichtenartikel auch zu diesem U-Boot
zu den U-Boot-Geschichten erschienen sind, dann schreibt bitte da die Fragen rein. Wir werden versuchen, jede Frage so ausführlich wie es eben geht zu beantworten. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dann so auch denkt. Ja? Könnt ihr mir auch gerne in die YouTube-Kommentare und natürlich auch wieder bei Facebook dann mit reinschreiben, was ist euer Gefühl für diese neue fünfte Klasse? Lohnt sich das? Oder wird das eher ein Schnitt ins eigene Fleisch für Wargaming? Schauen wir mal. Meine persönliche Meinung, ich bin dem positiv aufgeschlossen, stehen aufgeschlossen gegenüber, freue mich darauf, dass auch diese Sache versucht wird, ja. Und am Ende muss man ja schon fast so sagen, sind dann eher Zerstörer, fast, Tauchzerstörer, weil ihr eben nur eine begrenzte Zeit habt, wo ihr tauchen könnt. Das ist ja einer der Punkte, die da eine Rolle spielen. So, und dann haben wir das U-Boot-Thema erstmal abgeschlossen und kommen zu den schwimmenden Gesellen, die jetzt auch vorgestellt wurden, wie zum Beispiel die Mutter aller Schlachtschiffe, die HMS Dreadnought, wurde gestern präsentiert, wird das Spiel demnächst betreten. Wann genau, wissen wir natürlich nicht. Das hier sind die ersten statistischen Werte, die es jetzt veröffentlicht gab, gestern. Und ja, also, ich bin gespannt, wird ein T3-Schiff, also quasi für die, wie heißt die noch? Prinz Albert, glaube ich. Oder König Albert, so war das nicht, Prinz Albert. König Albert, sozusagen ein Gegenspieler. Ja, ich freue mich drauf, ich bin gespannt hier. Oberflächenerkennbarkeit 10,3, gut, das ist natürlich auf der Tierstufe. Es wird bestimmt spaßig, ihr habt 5x2, 5 Türme A2, Rohre 305 mm, 13,7 Kilometer Reichweite. Ja, ich bin gespannt, 32% HE, Brandgefahr. Ja, und dann den Viertel Pen, den dürft ihr ja nicht vergessen, das wird auf der Tierstufe sicherlich sehr, sehr lustig werden. So, die nächste Geschichte ist ein T8 schwerer Kreuzer der Amerikaner, der jetzt hier vorgestellt wurde, die Wichita. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Überwachungsradar hat er, die hydroakustische Suche hat er oder eben defensive Flakwaffe, könnt ihr hin und her tauschen. Das fällt mir so ein bisschen auf. Die Flak macht einen ganz ordentlichen Eindruck, so wie das bei den amerikanischen Kreuzern eben üblich ist, sage ich es mal. Ja, und ist ein schwerer Kreuzer. Ihr habt 203 mm Geschütze. Zur Nachladezeit konnte ich jetzt hier nur die 12 Sekunden erkennen. Ich wollte gerade sagen, keine. Doch, 12 Sekunden steht da. Ich habe es gerade so ein bisschen sehnsüchtig gesucht. Ja. Nächster Punkt. Ich springe jetzt hier so ein bisschen. Die ganzen Details, die ändern sich sowieso nochmal, bis das alles so kommt. Ja, gucken wir mal. Hier kommt die Charleston, quasi die Nachfolger der alten St. Louis. Da im Spiel war, jetzt wurde da was verändert und jetzt kommt dafür quasi das Premium-Schiff in den Store. 1,8er Sigma-Wert, der ist quasi der alte wieder, weil die alte St. Louis hatte einen Nerf bekommen, der ist der Sigma-Wert nämlich ein bisschen weiter gegangen. Ja, ich bin mal gespannt, 29.500 Trefferpunkte, ganz ordentlich für ein T3-Schiff. Also schauen wir mal, ob das so bleibt. Nächster Punkt ist das T6 Schlachtschiff West Virginia, also eine Kolo auf T6. Das ist hier, kann man gut sehen, jeweils ein Turm mit zwei Rohren, ja, 406 mm Mumpeln stecken in diesem Lauf. Und das wird richtig reinwumsen, vor allen Dingen, weil es dann T6 gematcht wird. Jetzt könnt ihr als T7 Schiff ja bis T9 hochkommen, mit dem Schiff könnt ihr nur bis T8 hochkommen, im schlimmsten Fall. Ihr habt 50.000 Trefferpunkte, ja, also, es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin mal gespannt. Das machen sie ja ganz häufig bei diesen Premium-Schiffen, dass sie eben Schiffe von der Tierstufe darüber eine Tierstufe drunter packen, dass man einfach vielleicht nochmal ein bisschen mehr Spaß bei der einzelnen Geschichte haben soll. Ich bin mal gespannt, wie übervölkert das Spiel dann mit diesen Schiffen eben wird oder bevölkert. So, und wir haben eben die Mutter aller Schlachtschiffe vorgestellt und jetzt kommen wir dann zur HMS Vanguard T8 Schlachtschiff der Briten. Und ja, das ist ja bekanntlich das letzte Schlachtschiff, was je auf der Welt gebaut wurde. 1946 war das. Und ja, 71.700 Trefferpunkte, 4 Türme, 2 Rohre, 381 mm. Also ein richtig schöner Gegenkämpfer zur Bismarck zum Beispiel oder zur Tirpitz. Ja, wird also eine richtig spaßige Geschichte. Und hier haben sie auch die Brandgefahr ein bisschen runtergeskillt. 34%, das fällt mir auf, ist jetzt nicht besonders viel.
für britische Schlachtschiffe wohlgemerkt. Wir können ja froh sein, dass das so ist. Der ein oder andere ärgert sich über die Brände. Ich auch manchmal, wenn ich davon so doll angezündet werde. Aber das ist der Spielstil der Briten, das gehört nun mal dazu. Mit einer will, muss andere mögen. So, so sieht die Vanguard nochmal aus. Und das war das, was wir jetzt erstmal dazu wissen. Ihr könnt euch die ganzen Werte und die deutsche Übersetzung dann auch nochmal ganz in Ruhe hier auf unserer Facebook-Seite durchlesen. Ich möchte euch herzlich dazu einladen. Wozu ich euch auch noch einladen will, ist unser YouTube-Livestream, den wir heute Abend veranstalten. Und zwar, ja, heute ist der 18.09. um 20.30 Uhr geht's los. Da können wir auch gerne nochmal über die ganzen U-Tauchboot-Geschichten, über alle eure Fragen und so nochmal diskutieren. Ich würde mich darüber sehr freuen, eure Meinung direkt im Stream zu hören, mal einfach ein bisschen fachzusimpeln. Ich ja, würde mich da sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, und dann kommen wir zum letzten Punkt und das ist der Royal Navy Update, Update 079. Ich werde jetzt nicht alle Kleinigkeiten, die wir auch schon mal in anderen Flaschenpost-Videos gezeigt haben, hier nochmal behandeln. Also wie das Royal Navy Event abläuft und solche ganzen Geschichten. Dazu gibt es schon vorhergehende Videos, da möchte ich euch herzlich zu einladen, euch diese Videos anzugucken, wenn ihr Interesse habt und genauere Sachen wissen wollt. Auch zu dem neuen Kampfsystem, Wettrüsten, ja, das neue Kampfkonzept sozusagen, werde ich nicht weiter darauf eingehen. Wann kommt das Update? Am 20.09. Ja, von 7 bis 10 Uhr sind die Server down, das ist also kommende Woche Donnerstag, also jetzt diese Woche, also in 2 Tagen von mir aus jetzt gerechnet. Ja, wie gesagt, der Hafen London wird überarbeitet, hatte ich euch gezeigt. Royal Navy Event habe ich euch gezeigt. Im Arsenal habe ich euch auch schon die ersten Sachen gezeigt, wie ihr eure Sovereigns und Guinness verdient, wie ihr sie einsetzen könnt und dass ihr darüber auch einen Rabatt für den bevorstehenden Zerstörer der Briten, der COSAC, bekommen könnt. So, hier wird nochmal genau erklärt, was man alles so aus diesen Containern holen kann. Hatte ich euch auch schon alles erklärt und ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, der neu ist, das möchte ich nämlich hauptsächlich euch nahelegen sozusagen. Also hier geht's, Entschuldigung, ich bin schon fast zu weit. Hier geht es nochmal um die britischen Zerstörer, die ihr aus den Containern holen könnt mit so einem Bonusauftrag sozusagen. Ja, da müsst ihr dann bestimmte EPs erfahren und kriegt einen britischen Zerstörer früher. Ja. So, dann gibt es den Gefechtstyp Wettrüsten, dazu hatten wir euch auch schon was erklärt. Dynamo, die Karten werden überarbeitet. Gab es alles schon. Clanbasis 2.0, ja, auch ein Punkt, der jetzt kommt. Interface-Überarbeitung, diese Flutungseinblendung gibt es jetzt auch hier mit den Trefferpunkten und unten am Bildschirmrand. Und natürlich auch hier diese Geschichten, welche Skills eignen sich für Kapitäne, für bestimmte Schiffe und welche eben nicht. Auch das wird jetzt in Zukunft etwas leichter, gerade für euch Neulinge da draußen, ja, wird es eventuell, wird es sehr wahrscheinlich dadurch einfacher, richtig zu skillen. Ja, aber welche Änderungen, worüber jetzt noch nicht so viel gesprochen wurde, kommen denn noch? Und darauf möchte ich eigentlich eingehen. Das Sichtsystem wird nämlich überarbeitet oder wurde jetzt getestet im letzten Patch, Public-Test, wurde für gut befunden und das Sichtsystem wird jetzt mit dem Update geändert werden. Das heißt, der Zeitversatz, ein Schiff wird auf der Karte entdeckt und es wird vor euch aber noch gar nicht angezeigt, sondern es dauert 2-3 Sekunden, bis es sich materialisiert sozusagen, der wird weitestgehend reduziert. Ja. Es wird da wohl noch weiter dran gearbeitet werden, aber der erste Schritt ist schon ein riesiger. Der Zeitversatz ist wirklich nur noch marginal gewesen, zumindest auf dem Testserver. Also von da aus, darüber könnt ihr euch alle freuen, dass ihr halt jetzt nicht mehr diesen Vorteil habt, wo ein Schiff früh auf dem Radar erscheint, weil das nämlich auch noch abhängig war. Je nach eurer Distanz zum Server und der Durchleitung der Datenpakete war es nämlich abhängig. Ihr habt es unten auf dem Radar gesehen, ich habe 3 Sekunden gebraucht, ihr habt 2 Sekunden gebraucht und habt mich 1 Sekunde früher gesehen. Also materialisiert dann als 3D-Modell. Und das war eben nicht gleich, sondern das war teilweise unterschiedlich, das konnte man relativ stark merken in manchen Situationen, dass man den Schiff noch gar nicht gesehen hat und das ist aufgegangen und in dem Moment hat es schon geschossen. Ja, von daher war es ja, da schon ein bisschen merkwürdig, um es mal so auszudrücken. Dann gibt's Kapitäne, die ihr jetzt im Store kaufen könnt. Also wenn ihr Viktor Zamnemski, Franz von Jütland oder John Doe noch gar nicht habt, weil ihr damals nicht dran teilgenommen habt, könnt ihr 35.000 Kohle diese Kapitäne erstehen. Und hier seht ihr dann auch nochmal, welche Vor- und Nachteile diese Kapitäne haben. Also hauptsächlich eben Vorteile, ne? Das ist das, was schon bekannt ist. Dann
Da freue ich mich ganz besonders drüber. Ich habe noch eine Menge von den Tarnungen Neujahr 2017. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass die Community sich so doll darüber aufgeregt haben will, dass Neujahr 2017 keine Erkennbarkeit, keine Reduzierung der Erkennbarkeit und keine Streuung der generischen Granaten auf der Lackierung hatte. Ich habe mich immer darüber geärgert, aber jetzt wird es hinzugefügt. Das heißt, aktuell hat die Tarnung noch nur diese 200% Free XP. In Zukunft kommt darauf, die Erkennbarkeit des Schiffes wird reduziert um 3% und die Streuung der generischen Granaten wird um 4% erhöht. Das ist für mich eine der bedeutendsten und wichtigsten Neuerungen mit dem Update 079, weil ich noch so viele Lackierungen davon habe und ich gerne mal Free XP farmen gehe, nämlich gerade mit Premium-Schiffen zum Beispiel. Ich brauche keine Standard-EP auf Premium-Schiffen, ich will Free XP farmen und das mache ich dann eben mit solchen Sachen. Ja, Missouri, die sowieso schon einen geilen Credit-Modifikator hat und solche ganzen Geschichten, da eignet sich sowas eben richtig gut. Dann gibt es in Zukunft die Möglichkeit, in Supercontainern die neuen Supersignale zu bekommen, nämlich Basilisk, Gylla und Leviathan. Ja, also 25, 50 oder eben 100 Stück sind dafür in den Containern zu finden. Das ist also richtig genial. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr halt super Spezialsignale, Schiffe und so weiter da drin findet, die bleibt unverändert in Supercontainern. Dann gibt es Container für Kontributoren. Da wird es auch eine Änderung geben, nämlich ihr könnt in Zukunft die Schiffe, denke mal, das meinten die Asashio und nicht die Asakio, die gibt es nämlich nicht. Und die Massachusetts, die gibt es in Zukunft auf diesen Contributor-Containern. Und ebenso 15 oder 50.000 Kohle. Ja, das wird also auch ziemlich geil. Und diese Sondersignale, wie eben schon genannt da oben, gibt es bei den Contributor-Containern eben auch. Dann, das Event High School Fleet läuft aus, der Vertrag mit den Rechteinhabern wurde aufgelöst, deswegen wird sämtlicher Content, den ihr noch nicht freigespielt habt, entfernt. Die Tarnungen werden von den Schiffen Musashi und Harekaze aus dem Spiel entfernt, die sind dann nicht mehr erspielbar, außer ihr habt sie auf euren Konten und dann behaltet ihr diese Sachen auch. So ist das wohl vereinbart. Ja, und auch die Tarnung, also die Sammlung, wenn ihr die noch nicht abgeschlossen habt, kann man diese wohl immer noch abschließen. Das ist also quasi eine kleine Entwarnung. So, und dann kommen wir zu einer Neuerung, die auch schon fast untergegangen ist. Wir hatten darüber berichtet, das war im Supertest, also im Entwicklungsblog auch zu lesen. Und diese hatten wir auch übersetzt. Und zwar werden einige Schiffe Katapultflugzeuge auf die Geschütztürme bekommen. Ja, und das wird jetzt ziemlich interessant, weil die König, die Wyoming, die New York und die Texas in Zukunft eine Möglichkeit haben, Aufklärungsflugzeuge zu starten. Ja, und dann die Iron Duke und die Bayern haben dann auch nochmal die Möglichkeit, Aufklärungsflugzeuge zu starten. Da verändern sich aber die Anzahl der Ladungen. Ihr seht es hier, ja, dass es da Unterschiede gibt. Das liegt aber auch an den unterschiedlichen Tierstufen der Schiffe. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Die Bayern fahre ich sehr gerne. Die hat mir sogar wieder zurückgekauft. Ja, weil ich sie einfach so cool finde. Und das wird also jetzt nochmal auch eine optische Veränderung werden, weil das auf die Geschütze oben platziert wird, dieser Katapult. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann eben aussieht. Das sind so wichtige Spielbalanceänderungen. Dann freue ich mich ganz besonders über die Änderung bei der Haider. Ja, die hydrakustische Suche wird bei der Haider nämlich verändert. Ihr habt sie bei mir im Livestream ja schon gesehen, dass ich die Haider auch ganz gerne mal fahre. Und hier wird die Schiffserfassungsreichweite auf 3,5 Kilometer erhöht, also fast 400 Meter weiter. Und die Torpedoreichweite, also die Torpedoaufklärung, ja, auch um fast 400 Meter erhöht, sodass ich noch zeitiger die Möglichkeit habe, den Torps auszuweichen. Ich habe da schon eine Modifikation für die Hydroakustik und die hat eine Stehzeit von fast 3 Minuten auf dem Dampfer. Und bin damit relativ lange safe vor bösen Überraschungen im Wasser und sehe halt auch andere Schiffe relativ früh. Und dann auch noch relativ lange, wenn ich im Nebel unterwegs bin. Das ist der Wandernebel bei der Haider. Ja, und dann geht es hier halt noch weiter. Die Mutsu wird verändert, die Kagero und so weiter. Das ist also sehr, sehr lustig, um es mal so auszudrücken. Wie gesagt, die Änderungen, die haben wir euch alle schon auf den auf unserer Facebook-Seite ins Deutsche übersetzt mit dem Entwicklungsblog, dass die Samson, die Riggs verändert wird und solche ganzen Geschichten. Auch hier wird die St. Louis, der Sigma, den hatte ich vorhin erwähnt, da wird der ja auch nochmal
wurde ja genervt auf 1,8 sozusagen. Ihr kriegt jetzt das Premium-Schiff mit der Charleston. Das hat jetzt auch einen Sigma-Wert von 1,8. Also, ich bin mal gespannt, wie sie das alles dann angleichen werden und was da dann mit den Premium-Schiffen eben auch passiert. Die Dresden-Geschichte, die York-Geschichte und die Mayhem-Geschichte. Die Mayhem wird wirklich auch intensiv verbessert. Hier die Standard-Erkennbarkeitsreichweite des Schiffes wird verringert. Ne? Also die Mayhem geht später auf. 300 Meter werden da gespart. Auch im Nebel kann das Ding jetzt besser schießen, der Dampfer. Und das ist zum Beispiel auch auf T7 eine Angleichung, sodass sie kampffähiger wird. Wird dadurch halt wettbewerbsfähiger gegenüber anderen Zerstörern. Darüber hinaus gibt es dann halt noch wieder kleine Veränderungen, optische Korrekturen. Und ja, das ist eigentlich das, was fast immer alles hier so untergeht. Die ganzen Spielbalanceänderungen, die stehen immer ganz am Ende und sind so versteckt. Und dabei haben sie doch so bedeutende Veränderungen jetzt diesmal wieder dabei, dass ich euch die unbedingt noch berichten wollte. So, jetzt haben wir doch wieder 26 Minuten voll gemacht. Wie gesagt, ich werde nochmal die nächste Flaschenpost natürlich auch wieder für euch parat haben. Ich werde weiter im Internet recherchieren für euch, was es so an News rund um World of Warships für euch gibt. Bleibt uns also gewogen, wenn ihr weiterhin über die Nachrichten alle informiert werden wollt und nicht alles einzeln aus dem Netz suchen wollt. Hier gibt es ein kompaktes Format für euch. Ja, und dann lade ich euch, wie gesagt, herzlich zu unserem YouTube ein. Wir sind jetzt nur noch bei YouTube aktiv. Bei Twitch gibt es uns nicht mehr. Wir streamen aktuell nur noch bei YouTube und teilweise auch bei Facebook live. Und ja, ich freue mich auf euch und würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn wir heute Abend mal zusammen einen schönen Austausch hinbekommen für die ganzen Boote- und Tauchboot-Geschichten. Da kribbelt es mir jetzt schon in den Händen, mit euch darüber zu schnacken. So, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und vielleicht bis nachher. Haut rein, euer Sigrods Team, euer Marara. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.